freue mich stellvertretend für den Landkreis Miltenberg heute zunächst mal, dass wir die Schleppertour hier bei uns im Landkreis Miltenberg und auch hier an einem besonders wunderbaren, gut geeigneten Hof. Der heutige Termin gibt uns die Möglichkeit, dass die Öffentlichkeit auf die Landwirtschaft blickt. Wer meint, mit dem Finger auf die Landwirtschaft im Generellen, im Allgemeinen zeigen zu müssen, der zeigt am Ende auf sich selbst zurück. Denn am Ende sind es politisch gesetzte Rahmenbedingungen, nach denen unsere Landwirtschaft arbeitet. Das heißt, wir alle als Bürgerinnen und Bürger tragen zum einen die politische Verantwortung dafür und ganz besonders aber auch als Konsumentinnen und Konsumenten. Wer keine langen Tiertransporte haben will, ja, der hat die Möglichkeit, zu Hause hier bei uns im Landkreis bei den Handwerksmetzgern einzukaufen, weil er hier Tiere aus regionaler Zucht bekommt. Das Gleiche ist es, wenn wir im Klimaschutz aktiv werden wollen. Ja? Der ökologische Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck, der ist deutlich niedriger, wenn wir hier vor Ort einkaufen. Also von daher müssen wir die Menschen aufklären und zeigen, was können wir alle selber tun. Wir haben in den vergangenen Jahren noch mal deutlich ausgeweitet unsere Landschaftsschutzprojekte. Und zwar immer so, dass sie nicht in Konkurrenz mit der Landwirtschaft geschehen. Wir können alle Landschaftsschutzprojekte nur umsetzen, wenn wir Landwirte finden, die bereit sind, diese kleinteiligen Flächen auch zu bewirtschaften. Und deswegen müssen wir als Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Miltenberg den Wert unserer Landwirte erkennen. Und wir alle miteinander, wir entscheiden am Ende, wo wir unser Brot kaufen, wo wir unsere Milch kaufen, wo wir unser Fleisch kaufen und legen damit auch die Grundlage später für politische Rahmenbedingungen, dass diese kleinbäuerliche Landwirtschaft erhalten bleibt. Und deswegen bin ich froh über dieses Miteinander, über den heutigen Tag und sage wirklich nur von ganzem Herzen Dankeschön. Mir ist ganz wichtig, dass vor ca. 6 Jahren der Dialog zwischen Landwirtschaft und Imkerei hier im Landkreis begonnen hat. Und wir haben damals den Grundstein gelegt für eine sehr, sehr fruchtbare und gute Zusammenarbeit, was von Jahr zu Jahr gewachsen ist. Und gerade in Anbetracht der Zeit jetzt nach dem Volksbegehren, wo die Landwirtschaft wirklich mit dem Rücken an der Wand steht, nutze ich gerne die Honigbiene, um mit der Landwirtschaft zusammen das positive Image der Biene auch über die Landwirtschaft zu stülpen, sozusagen, dass wir gemeinsam was davon haben. Und darauf möchte ich nochmal hinweisen, dass hier auch die Landwirtschaft gerade mit diesem Projekt Bayern blüht auf, hier ganz, ganz viel für die Insektenwelt, für die Schmetterlinge, für die Käfer getan wird, die alle was davon haben. Jeder, der hier hochfährt nach Mönchberg, der erlebt oder sieht ja an den Straßen und an den Wegrändern, wie eine blühende Landschaft vor der Haustüre aussieht. Umso mehr freue ich mich, dass der Markus nicht nur Sonderkulturen anbaut, sondern auch ein sehr offenes Ohr für solche Maßnahmen hat. Ich freue mich, dass das Volksbegehren die Sache runtergebrochen hat auf eine Landkreisebene, auf die Region. Der LBV hat immer ein offenes Ohr, ein offenes Herz und eine ausgestreckte Hand für solche Maßnahmen. Und von daher nur weiterhin die Aufforderung, nutzt es auch. Wir sind dabei. Ich bin eigentlich sprachlos über die Vorredner, sprachlos im positiven Sinne. Umso mehr freut mich das, dass wir Gemeinsamkeiten haben, dass wir zusammengefunden haben. Die Landwirtschaft redet mit dem Naturschutz, arbeitet eng zusammen. Nur wenn wir an einem Strang ziehen, geht es weiter. Und deswegen der Appell, wie es der Herr Landrat schon gesagt hat, in der Region einzukaufen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schlüssel zum Erfolg. Neben dem normalen landwirtschaftlichen Anbau, wie es jeder kennt, Weizen, Gerste, Raps und Mais, haben wir im Jahr 2012 eine ganz besondere Richtung eingeschlagen. Die Richtung ist der Gewürzanbau und dann hat es mit der Artenvielfalt eigentlich erst richtig angefangen. Aus dem Gewürzanbau kam dann die Saatgutvermehrung für Wildblumen und Wildgräser-Saatgut. Dieses Saatgut, regionale Saatgut, wird benötigt für Ausgleichsflächen, für Autobahnbegrünungen, für Ersatz- oder Aufwertemaßnahmen im Naturschutzbereich. Ganz wichtig dabei ist, dass das Saatgut aus dieser Klimaregion kommt. Es bringt nichts, wenn ich Saatgut von Norddeutschland in den Süden sähe. Das passt einfach klimatisch nicht zusammen, die Kulturen fühlen sich nicht wohl. Was eigentlich mal aus dem Ackerbau mit 5 Kulturen angefangen hat, hat sich dann erweitert mit den Gewürzen auf 15 Kulturen. Ist mittlerweile zu einer ganz, ganz großen Palette angestiegen. Und so haben wir im Jahr 2019 bis zum heutigen Tag 52 verschiedene Kulturen geerntet. Meine aktuellen Saatgutvermehrungen, auch nur ein kleiner Teil davon. Aber man sieht mal ganz gut,
welche Körner das alles sind. Und das ist eine ganz große Herausforderung, diese Samen zu ernten und im Anschluss auch zu reinigen. Ein Gewürz muss nicht erst um die ganze Welt reisen, bis es bei uns auf dem Teller landet, wenn es von der Haustür wächst. Weil mir die Artenvielfalt nicht gereicht hat und das Volksbegehren auch am Anfang mir etwas zu nahe gegangen ist als Landwirt, haben wir dann im Frühjahr noch eine Blühflächenaktion ins Leben gerufen, wo wir ganz ausgewählte Flächen in der Region Mönchberg, Röllbach und Eschau mit einer ganz speziellen Blühmischung angelegt haben. Artenschutz geht jeden was an. Wir Landwirte können weder das Klima retten, noch die Welt retten. Es muss schon die Bevölkerung ihren Teil dazu beitragen. Und es muss einfach jeder Verantwortung übernehmen.